Vor 200 Jahren sind's gesessen, die zwei. Der Franz Gruber und der Josef Mohr. Der eine war Lehrer und der andere ein Pfarrer. Und Freund waren's seit langem Jahr. Und der eine hat den anderen überredet, er möchte ihm da einen Text schreiben für sein Lied. Nicht lang hat's dauert. Und sie haben es erschafft. Entstanden ist ein Lied mit magischer Kraft. Eine Musik, die in den Menschen wie eine Botschaft widerhallt. Sie haben es gespielt mit der Gitarre. Damals, in der Mitte, im 18er Jahr. Zur großen Überraschung der Leid. Um Mitternacht in der Kirche St. Nikola. Die Akkorde sind wie ein Hauch durch den hohen, weiten Raum des Gotteshauses geweht. Zart und innig, aber doch voller Gewissheit, dass sie eine Botschaft verkünden, haben's gesungen von der stillen, der heiligen Nacht, vom einsam lachenden Paar, vom holden Knaben in himmlischer Ruhe, von väterlicher Liebe, von den Völkern der Welt, vom Heiland, ihrem Retter. Das ist das Lied, das dem Lehrer und dem Pfarrer aus der tiefsten Seele, aus einer besseren Seele entsprungen ist. Dieses wunderbare Sinnbild des Friedens, voll Güte und reinem Gewissen, das wir bis heute auf der ganzen Welt hören, gesungen allein und von Jubelchören, ergreift uns sein himmlischer Zauber. Seit 200 Jahren bis in alle Ewigkeit.